Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer Mental- und Praxistrainer. In diesem Video geht es um das Thema Lerne zu siegen. Das ist wirklich etwas, was ich im Strukturvertrieb gelernt habe, was wirklich eine gute Geschichte ist. In der Regel haben wir Ziele, ganz viele Ziele, verschiedenste Arten. Und es gibt ja so ein paar Sachen, die mit dem Thema Ziele, Zielsetzung zu tun haben. Wie groß oder klein sollte ein Ziel sein? Was ist ein Ziel? Ein Ziel ist zeitlich begrenzt, es ist messbar und so weiter. Ein Ziel sollte so groß sein, dass selbst wenn Probleme, das Ziel muss so sein, wenn hier ein Problem ist, dann kann ich das Ziel immer noch sehen. Diese ganzen Sachen sind Basics, die sollte man eigentlich wissen. Also zum Beispiel zu sagen, ich will abnehmen, ist kein Ziel. Ich habe, oder wenn man zum Beispiel sagt, ich nehme in den nächsten 5 Monaten 6 Kilo ab, dann ist es ein Ziel, ja, das ist zeitlich begrenzt, das ist messbar. Einfach nur zu sagen, ich nehme ab, ist ein Wunsch, ist kein Ziel, ja. Ich werde reich, ich werde mehr Geld verdienen, das sind Wünsche, das sind keine Ziele, ja. Das war so als Grundgeschichte, aber lerne zu siegen bedeutet, dass ich mir Ziele stecke, die vielleicht noch nicht die ganz großen Ziele sind, ja, damit meine ich jetzt nicht das große Ziel, Zwischenziele, sondern Ziele, die, für die ich mich zwar schon ein bisschen bewegen muss, aber die noch nicht so richtig dicke Klopper sind, die ich noch erreichen kann. Ja? Und warum sollte man sowas auch zwischendurch machen? Ganz einfach, wenn ich lerne, dass ich selber mir was vornehme, also nicht Ziele, die ich von außen vorgegeben bekomme, sondern Ziele, die ihr selber erreichen wollt für euch, wenn ihr euch was vornehmt und das erreicht. Jedes Mal, wenn ihr euer Ziel erreicht, egal ob es was schneller geht oder was langsamer, ein bisschen mehr Aufwand oder ein bisschen weniger, bekommt ihr mehr Selbstbewusstsein. Ja? Ihr werdet in eurer Meinung von euch selber, werdet ihr stärker werden. Jedes Mal, wenn ihr es schafft, ja, vor allen Dingen natürlich später kommen dann die Sachen, deshalb soll es mit steigendem Level natürlich, wenn dann hinterher die Ziele heroischer werden, wenn sie schwerer werden, wenn es eine größere Herausforderung ist, wenn es irgendwann mal ist, dass so ein Ziel sogar auf Messerschneide ist. Das heißt also, dass ich mich schon mega anstrengen muss, um es zu erreichen. Es ist aber noch zu schaffen, wirklich diese Gratwanderung zwischen ich kann es schaffen und ich kann es auch nicht. Also wirklich dieses, ja, das ist dann hinterher die Königsklasse. Aber der Weg dahin, das ist so, wie soll ich das sagen, einer, der 100 Meter Weltrekord laufen will und der jetzt vielleicht 11 Sekunden läuft oder der am Anfang, wenn der zum Training da kommt, 11 Sekunden läuft, der sagt ja auch nicht, ja, nächste Woche laufe ich Weltrekord. Er weiß ganz genau, er muss bestimmte Aufgaben erfüllen, er muss das Training, er muss einen guten Trainer haben, die Ernährung muss passen, die Regeneration muss passen, das Techniktraining muss passen, die Laufanalyse muss gut sein, er muss einen guten Trainer haben, muss ein gutes Team um sich haben, er muss unverletzt bleiben und so weiter, ganz, ganz viele Faktoren und dann wird er immer schneller werden, ja. Aber wenn er bestimmte Bereiche während des Lauftrainings hat, das hat er gesagt, ein Aspekt ist zum Beispiel, dass ich die 100 Meter mit 1 oder 2 Schritten weniger laufe, ja, oder man sagt, ich bleibe bei der Schrittfrequenz, aber mein Schritt an sich wird schneller. Es gibt ja einmal die Frequenz, einmal die Schrittgröße oder die Schrittanzahl und die Frequenz, also die Geschwindigkeit. Und das sind alles Parameter, an denen man arbeiten kann. Und genauso meine ich das hier auch. Das heißt, wenn ihr lernt zu siegen, wenn ihr euch vornimmt, Ziele, wenn ihr euch vornimmt, die Ziele wirklich erreichen zu wollen. Wie gesagt, vielleicht noch nicht das ganz große Ziel, aber schon eins, was euch natürlich motiviert, damit ihr genug Energie und Schmalz motivieren könnt, das auch umzusetzen, dann werdet ihr immer, immer, immer selbstbewusster. Und das ist genau der Grund, warum man später irgendwelche Milliardäre sieht, ja, wie so ein Richard Branson oder sowas. Und diese Leute haben im Kopf keine Grenzen. Ja? Warum hat er keine Grenzen? Weil der jetzt, keine Ahnung, seit 20, 30 Jahren erfolgreicher Geschäftsmann ist. Der hat natürlich von 10 Sachen, die sich vorgenommen hat, haben am Ende vielleicht nur 1 oder 2 Sachen geklappt. Das ist halt in der Regel so, wenn man was als Unternehmer macht. Aber die 1, 2 Sachen von 10, die jedes Mal funktioniert haben, haben ihn dann wahrscheinlich noch erfolgreicher sowohl finanziell gemacht, als auch von seinem Mindset, ja, von seinem Bewusstsein. Und er wird dann immer mutiger. Er wird immer mutiger, immer mehr Selbstbewusstsein, immer mehr Selbstvertrauen und sagt, wie schwer kann eine Aufgabe sein? Welchen Berg kann ich als nächstes verrücken? Und das wünsche ich euch.
Und das kann man genauso trainieren, wie man auch trainieren kann, sich ein anderes Essverhalten anzugewöhnen, wie man sich angewöhnen kann, zum Sport zu gehen oder morgens aufzustehen oder was auch immer. Ja? Alles ist erlernbar, alles ist konditionierbar, genauso ist es auch mit Zielerreichen. Und wie gesagt, im Strukturvertrieb war das ganz gut, dass wir Hauptziele hatten, dass wir diese Hauptziele in Zwischensteps gemacht haben, alles gut. Ja? Wir haben die Ziele schriftlich formuliert, vorgetragen sogar. Die Ziele waren sichtbar, ausgehangen für andere Leute. Man hat wöchentlich geguckt, bin ich auf dem Weg und so weiter. Aber das sind ja, wie gesagt, diese großen Ziele in Zwischensteps. Aber ich meine auch Sachen, die man vielleicht in kürzerer Zeit erreichen kann. Aber es geht immer wieder um dieses, ich nehme etwas vor und ich erreiche das auch. Und dieses Erreichen. Und mit Sicherheit wird es dann auch das eine oder andere Ziel geben, was man halt nicht erreicht. Und das ist halt dann genau der Punkt, wie beim Sportsmann, der auch nicht in allen Sportsbereichen 100% haben kann. Manch hat er vielleicht sogar 110%, manch hat er 80 oder 90. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht bemühen kann. Aber euer Selbstbewusstsein, euer Mindset, eure Aura, eure Ausstrahlung wird von Erfolg zu Erfolg anders werden. Und ja, wie gesagt, ihr kennt so Leute. Wie ist das denn, wenn man einen Hollywood-Film guckt, wo irgendeiner so mega erfolgreichen Businessman spielt, ja? Wirkt der dann wie eine graue Maus, guckt auf den Boden, ist in sich gekehrt mit einem Buckel, ja? Und wartet, dass der Tag rumgeht? Oder ist der gerade, guckt so und der sagt, alles gehört mir, ja? Die Welt ist mein Spielplatz und ich tobe mich hier aus, ja? Ganz wichtiges Thema, lerne zu siegen, stell dir selber deine Ziele, erreich deine Ziele und was natürlich ganz wichtig ist, solltest du deine Ziele für dich alleine formulieren. Also nicht jetzt zum Beispiel, dass du es nicht, im Geschäft kann man ja zum Beispiel mit einem Geschäftspartner sich gegenseitig pushen oder mit einer Partnerin, wenn man etwas hat, was man zum Beispiel abnehmen will oder einen Jobwechsel hat oder dass man gemeinsam eine größere Wohnung ziehen will oder dass man gemeinsam ein Business hochzieht oder dass man gemeinsam sagt, wir wollen zusammen Geld sparen. Keine Ahnung, was auch immer. Das finde ich etwas leichter, wenn ihr natürlich ganz für euch seid, wenn ihr ein Thema habt, das ihr nur ganz mit euch alleine ausmacht, dann müsst ihr trotzdem für euch gucken, wie ihr euch selber so managen könnt, also das Ziel zum Beispiel aufzuschreiben, sich vielleicht dabei zu filmen oder das Ziel, wenn ihr es schriftlich formuliert habt, auch in den Google-Kalender einzutragen mit Zwischensteps, mit vielleicht auf dem Desktop, wenn der Computer hochfährt, dann seht ihr als erstes den Screenshot vielleicht von dem Ziel, was ihr euch aufgeschrieben habt oder es hängt von mir am Kühlschrank oder ihr habt ein Wishboard im Büro stehen, ja, wo ihr mal drauf seht, was eure Ziele sind, kennt ihr ja so ein Wünschboard und sowas. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, fangt erstmal mit Sachen an, die ihr erreichen könnt, nicht zu mega einfach, aber schon zu erreichen und dann Step by Step höhere Ziele, höherer Schwierigkeitsgrad und glaubt mir, irgendwann seid ihr so eine Maschine im Ziel erreichen, ihr glaubt an alles und ob andere Menschen euch dann sagen, dass das ein gutes oder schlechtes Ziel ist und ob du das erreichen kannst oder nicht, das wird euch herzlich egal sein. Weil letztlich seid nur ihr für euer Leben verantwortlich. Andere Menschen sind nicht für dein Leben verantwortlich und du bist auch nicht für das Leben anderer Menschen verantwortlich. So ist es nun mal. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele, viel Spaß beim Siegen. Von mir aus alles Gute. Abonnier den Channel, teil das Video, like das Video, das ganze Programm. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles Gute. Bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.